da. In der prallen Sonne. Ne? Köpfchen? Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. So, ich bin noch alleine und ich habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, weil einige gefragt haben, ob wir nochmal eine Afterschool-Routine von der Lulu zeigen können, beziehungsweise von Lulu und Leon. Leon hat heute ein bisschen länger Schule, aber die Lulu, die kommt jetzt gleich schon nach Hause. Und da haben wir gedacht, wir machen das heute einfach mal. Ich werde jetzt Mittagessen vorbereiten und dann seht ihr, was wir so machen nach der Schule, beziehungsweise was Lulu nach der Schule so macht als erstes. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. So, also ich habe ja gesagt, dass ich am Vorbereiten bin und ich mache, hat sich Lulu gewünscht, kleine Würstchen und dazu gibt es Kräuterbaguette. Lulu liebt das und das mache ich jetzt erstmal fertig und wenn sie dann gleich nach der Schule kommt, dann kann sie direkt reinhauen, weil die hat dann immer tierisch Hunger. Obwohl jetzt, wo es so warm ist, heute ist es schon ziemlich warm, weiß ich gar nicht, ob sie so viel Hunger haben wird, aber das werden wir ja jetzt gleich sehen, ne? Also ich mach mal schnell weiter. Lulu ist gerade von der Schule wiedergekommen. Ja. Ja, sommerlich gekleidet. Wie war's denn? Oh, da läuft sie weg. Wie immer. Wie immer? Ja. Gab's heute Zeugnisse? Ja. Gucken wir uns gleich mal an, ne? Ja. Lulu, wie gesagt, nach der Schule wirbelt die hier immer rum und das ist alles, was wir für die vierte Klasse benötigen. Ah, okay, das gucke ich mir gleich mal an. Also, wie gesagt, Lulu ist jetzt von der Schule zurück und ich denke mal, hast du Hunger? Ja. Ja, hier, da guckst du schon in den Ofen. Das ist dein Baguette. Oh, das muss ich schnell mal ausmachen, bevor es anbrennt. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal das Zeugnis an. Und dann geht's gleich zum Essen. Ich denke, wir werden draußen essen, oder Lulu? Ja. Gut. Hat sich was verändert? Nö, ist alles gleich gewesen. Ja, kann auch nicht viel anders sein jetzt durch Corona, ne? Gut, befriedigend. Sehr schön. Klasse. Ich hab nur 3 3. Ja. Und 8 2. Sehr schön. Das ist doch super. Hier, zeig mal deine Flotte. So sieht die Zeugnismappe nämlich von Lulu aus. Hier mit so einem schönen Einhorn. Leon hat auch einen, ich glaube, mit dem Rennauto, ne? Ja. So, dann machst du dein Zeugnis mal rein. So, da ist das Mittagessen. Und wie ihr seht, es ist etwas braun geworden. Aber es ist noch genießbar. Aber die Lulu, die sitzt hier gerade. Lulu, willst du gerade erzählen, worüber du nachdenkst? Was soll morgen sein? Und was kannst du da machen? Und jetzt bist du aufgeregt, ne? Ach, du musst dir immer sagen, du schaffst das. Was musst du dann nochmal für machen? Für Bronze? Weiß nicht. Weiß nicht? Du musst doch 2 Meter tief tauchen, hast du mir erzählt. Ja, und einen Ring hochholen. Genau, und einen Ring hochholen. Und was noch? 200 Meter schwimmen. Na, das schaffst du. So, also das... Das sind 4 Bahnen. 4 Bahnen. Aber du musst dir immer sagen, das schaffst du. Und wenn nicht, machst du es nächstes Jahr oder nächstes Halbjahr. Ist doch nicht schlimm. Boah, ich möchte das so gerne schaffen. Ach, und dann schaffst du es auch. Ne? Mhm. So, mein Essen übrigens steht hier. Ich habe was anderes. Und Lulu knallt sich jetzt erstmal aus unserer riesen Ketchup-Tube. Ist größer als mein Kopf. Ja. So ungefähr. Aber ich muss ja immer viel Ketchup hier kaufen. Weil Ketchup läuft hier wie Bombe. Manchmal ist das Essen, kann man sagen, einfach nur Ketchup mit sonst was. So, ihr Lieben, wir sind fertig mit Mittagessen. Und die Lulu möchte jetzt erst eine Runde chillen. Sie hat aufgegessen, fein Bratwürstchen mit ihrem geliebten Kräuterbaguette hier. Und jetzt chillt sie ein bisschen. Lulu! Du chillst jetzt, ne? Ja. Jetzt wollte sie einen Nachtisch. Ich habe ihr jetzt ein Hanuta hergekramt. Und das möchte sie jetzt noch essen. Was guckst du denn? Space Buddies. Oh, Space Buddies. Kennt ihr die Filme mit Buddy? Es gibt, was gibt es noch? Air Buddy, Center Buddies haben wir auch geguckt. Die sind richtig cool. Die sind mit so kleinen Retrievern. Welpen. Ja, als Welpe. Kloppo ist ja auch ein Retriever, also eine Mischung. Labrador ist auch drin. Aber das sind alles helle Hunde.
und ja, richtig süß gemacht, die Filme. Guckt sie sich gerne an und ich denke, jetzt kann sie sich ein bisschen die Füße hochlegen, ne Lulu? Hörst du mich? Füße hochlegen, chillen. Wir sitzen wieder am Tisch, denn nach dem Chillen ist vor dem Chillen. Also, jetzt werden das Hausaufgaben gemacht und dann hat sie Zeit, erstmal bis es zum Ballett geht. Und hier, sie singt schon gerade, ist komplett einfach. Komplett einfach. Deutsch muss sie ja machen. Guck mal, und träumen tut sie auch nebenbei. Lulu! Oh, machst du das alles blind, den Stift rausholen? Ja. Bin ja mal gespannt. Du hattest gerade ein Radiergummi in der Hand. Damit kannst du nicht schreiben. Das ist der Bleistift. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie ihr seht, Lulu hat sich auch gestern frisch ihre Nägel lackiert. In lila. Ja. Denn gestern war deine Freundin zu Besuch, ne? Alle kriegen sie hier, die zu Besuch sind, lila verpasst, damit ihr ordentlich im Partnerlook seid, ne? Wir sind jetzt im Garten. Hier. Noch halb Schatten im Pool. Kroko liegt schon auf dem Rücken bereit. Die Liegematte auch. Luftmatratze meine ich. Kannst du die Matratze und die Donut reinwerfen? Ja, den muss ich jetzt reinwerfen. Zack. Und den Donut. So. Da, in der prallen Sonne. Ne? Köpfchen? Ja, Kroko, komm! Ne? Oh, ich glaube, du wirst direkt nass gemacht. Eigentlich mag er ja Wasser, ne? Die plansche jetzt erstmal weiter. Ich bin jetzt auch an der Hose ein bisschen nass. Aber es ist eine schöne Abkühlung auf jeden Fall. Und ich werde es mir jetzt hier noch ein bisschen gut gehen lassen. Ja, Hausaufgaben, wie gesagt, hat sie schnell erledigt, hatte sie tatsächlich recht. Und ja, jetzt planscht sie, bis es zum Ballett geht. Dann werde ich sie noch fertig machen, dann seht ihr nochmal die tolle, fesche Ballettfrisur. Ja, und so sieht der Tag bei uns aus, ne, nach der Schule. Ich denke, nicht viel anders als bei euch. Schön erst Hausaufgaben machen, aber bald sind ja auch Sommerferien. Da kann der Tag auf jeden Fall immer recht locker starten und wenn das Wetter so bleibt, haben wir auf jeden Fall Glück. So ihr Lieben, ich muss mich noch einmal vorm Ballett melden, weil wir gerade was richtig Cooles erlebt haben. Und zwar habe ich an meiner Hecke was abgeschnitten draußen und mit Mal, also ich habe zu Lulu gesagt, könntest du das vielleicht mal einsammeln, so die paar Blätter, und dann hat sie ein paar Schnecken gefunden und die sind total süß. Ich zeige euch das mal. Hier. Da hat sie nämlich gerade, das ist jetzt scharf, eine auf der Hand. Guckt euch das mal an. Und ein Hair. Das sieht man relativ selten. Hier. Meistens sieht man hier, ja, so Mama, leere Schneckenhäuser. Da hat sie auch schon eine reingemacht. Ja, ich wollte die eigentlich da reintun. Die hat sie nämlich in Sicherheit gebracht, damit sie nicht, ja, kaputt getreten werden. Ne? Und deine Schnecken. Wahnsinn. Hallo, so, ich sitze jetzt bei Lulu im Zimmer. Die hat bis jetzt tatsächlich im Pool draußen geplanscht. Die ist nochmal gegangen und jetzt föhnt sie sich gerade die Haare. Und ich habe ihr schon mal die ganzen Sachen bereitgelegt, die sie für Ballett gleich anziehen muss. Also sie zieht sich ihren Anzug zurzeit wegen Corona zu Hause schon an, weil da die Umkleidekabinen und alles dicht sind. Deswegen sollen die halt schon komplett fertig immer da ankommen. Also natürlich noch keine Ballettschuhe, aber so den Anzug und noch einen lockeren Rock oder so drüber kann sie sich anziehen. Naja, und Frisur halt, die muss ich sowieso immer zu Hause fertig machen, da habe ich mehr Ruhe. Das zieht sie nämlich heute an. Normalerweise zieht sie zu diesem Anzug noch eine Strumpfhose, aber heute nicht, weil es so warm ist. So, und dann mache ich immer so ein Spray, da kriege ich die Haare besser durch mit dieser Bürste. Und hier sind alle Haarsachen drin mit Haarnadeln und ich mache hier immer dieses, ja, wie nennt man das? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Das mache ich hier auf jeden Fall in die Haare und dann mache ich das fest und dann will sie immer noch darüber ihren rosafarbenen Scrunchie haben. Ja, und dann mit ein paar Haarnadeln und dann ist das Ganze nämlich auch schon fertig. Ich zeige euch das gleich, wenn sie fertig ist.
So, dann drehst du dich noch einmal um und dann habe ich hier so zwei größere Haarspangen und dann mache ich hier noch die Zotteln rein. So. Dann flattert Lulu nämlich nichts in den Haaren rum. So, fertig ist die Ballettfrisur. Auf jeden Fall, so sieht die Frisur aus. Und jetzt müssen wir hier diese ganzen Sachen wieder wegpacken. Und dann, ja, dann müssen wir jetzt auch schon losfahren. Hier ist noch ein so ein Gummi, das musst du ummachen. Ja, und dann geht es jetzt zum Ballett. Und das ist so die Routine, die Lulu, ja, heute ist Dienstag, so hat. Und ja, wenn ich Lulu zum Ballett gebracht habe, dann kommt auch schon bald Leon nach Hause. Und der wird, weil der so lange Schule hatte, keine Hausaufgaben mehr aufhaben. Das heißt, ihr werdet ihn nur noch sehen können, wie er sich wahrscheinlich ein Eis nimmt und was guckt oder Nintendo zockt. Denke ich mal. Ist so meine Vermutung. Oder er legt sich dann halt einfach in den Garten. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. So, aber ich muss jetzt los. So, ihr Lieben. Und Lulu ist beim Ballett. Und wer ist gerade nach Hause gekommen? Der Leon. Ich, hallo. So. Wie war die Schule? Gut. Ja? Ja. Ah. Was machst du denn so immer, wenn du nach Hause kommst? Also es ist ja nicht oft im Moment, aber als erstes holst du dir doch immer erst ein Eis, ne? Echt? Oder? Das ist eine Frage. Meine ich nur. Ja. Oder setzt dich hin und holst Pet oder Nintendo, ne? Aber, nee, als allererstes wird ja immer erst der Hund begrüßt, ne? Ah. Hier, guck, da Leon krault so doll, dass der Hund wegrutscht. Der wird auch immer kleiner gefühlt. Echt? Das ist doch schon ein Riese, der Kloppo. Na Kloppo, ist endlich der Leon wieder da. Ich denke, ihr habt gesehen, bei uns, gerade wenn es so heiß ist, ja, ist es ganz oft so, dass sie nach Hause kommen. Leon, ja, jetzt guckt er erst, was im Garten so los ist. Hund wird begrüßt, das ist bei beiden immer so, manchmal noch eher, als man Papa oder mir Hallo sagt. Das ist halt so und ja, Leon hat jetzt einen ganzen Tag hinter sich, der darf sich jetzt auch ausruhen. Kein Problem, vielleicht springt der auch noch im Pool, weiß ich nicht. Luisa war schon zweimal. Na, so, aber er hat es sich verdient, er darf jetzt chillen. Und das machen, was er will. Es sind ja jetzt nur noch, ja, also wenn ihr das Video seht, 3 Tage. Es ist jetzt nicht mehr lange Schule und dann sind endlich Sommerferien. Also wir hoffen, unsere After-School-Routine hat euch so ein bisschen gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick gekriegt, ja, was bei uns so nach der Schule los ist. Es rotiert natürlich öfter mal, ne? Aber Hausaufgaben, wie gesagt, stehen immer an. Leon hat sie dadurch, dass er so lange Schule hatte, schon erledigt. Und ja, ansonsten ganz normal. Spielen, Verabredungen oder heute war es Pool, ist auch Spielen. So, und wir machen jetzt weiter. Also, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.